Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game Dev Tycoon. Heute mit einem kleinen Special Guest und zwar stell dich mal vor. Outtakes. Outtakes, dot game. Outtakes LP. Outtakes LP. Ah, ich habe jetzt gar nicht mein. So, da ist mein Audacity. Jetzt weiß ich auch, wie lange ich aufnehme. Nee, weiß ich nicht. Eine Minute, nicht mal mehr. Also. Okay, ich weiß ja, wohin. Gut. Wir haben das letzte Mal das Spiel Ritter des Grauens mit Blut und Hamm veröffentlicht und ich weiß gar nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Es heißt Ham, nicht Hamm. Ich glaube, ich habe es Hamm damals genannt, nicht Ham. Von mir aus. Ich bin übrigens leicht erkältet, deswegen, wenn ich ab und zu mich mal mute, dann liegt es am Husten. Das dürfte man sowieso kaum mitbekommen. Nachbarn, please! Wir haben 2 Uhr morgens! Deswegen wohne ich nicht an einer Straße. Okay, Sound ist echt wichtig und Major Medieval ist total toll. Ich kann mir das so richtig vorstellen, so die Soundspuren, auch dass sie die so. ich weiß gar nicht mehr, was hatte ich vor? Ich glaube, ich wollte eine Custom Engine machen. Mhm. Und wir nennen diese Game Engine Spiele mach Umgebung 2 Z. Spiele mach Umgebung Z. Gut, fangen wir damit mal an. Hallo Stuhl, da knackst du mal wieder so wunderbar. Ich habe mich übrigens nie für das Spiel interessiert. Ich glaube, das muss man dazu sagen, wenn ich da nicht in Euphorie verfalle. Ich habe dich auch nur dabei, damit ich mit dir reden kann. Damit ich wen habe, mit dem ich reden kann. Okay. Schon noch ein Auto, was zur Hölle? Das Spiel ist übrigens draußen. Nein, das ist vom Markt genommen. Ach, off the market, ja. Ja, und hat ganz viel Geld gemacht. Wurde indiziert. Wurde indiziert, genau. Ja. Ja. Es wurde ein riesengroßer Monsterpenis übersehen. Spielüberumgebung Z ist fertiggestellt und etwas, was ich glaube, das habe ich schon beim letzten Mal erklärt. Die müssen auch irgendwann in den Urlaub, die Angestellten hier. Mhm. Ich hier persönlich selber nicht. Das ist aber ein relativ kleines Studio. Ja, bis jetzt habe ich noch nicht viel. Viel Spaß dabei, einen Publisher zu finden. Na, noch brauche ich ja keine. Wir machen ein... Noch kannst du das finanziell alles selbst stellen, ja. Okay. School Simulation, ich glaube, ich habe bereits School Simulation für den PC. Mensch, die eine Konsole sah dem Game Boy ja überhaupt nicht ähnlich. Die sind alle daran angelehnt und Schulsimulation für Streber. Bitte was? Es muss ja cool sein. Des Todes! Des Tod. Des Tod. Next. Hab nicht mehr genug Tinte für den kompletten Titel. Ich hätte gern Spiel machen, Umgebung Z. Next. Ach, da ist 3D-Grafik. Ups. Und ja, in einer Simulation ist halt das Gameplay total wichtig und die Engine kann ein bisschen vernachlässigt werden. Story kriegen wir ein paar Cutscenes. Ich sehe das schon. Ja, so funktioniert das. So funktioniert das auch im wahren Leben, ja. Bei EA. Die stehen da und denken sich, wir müssen eine neue Simulation raushauen. SimCity. Mm. Und hat EA natürlich die falschen Regler bewegt. Deswegen wurde SimCity auch so schlecht. Mhm. So und nicht anders ist es passiert. True Story, brah. Bra heißt übrigens Büstenhalter. Ich weiß. Ein bisschen Englisch kann ich da doch. Es hat sich im ersten Part hier nicht so anmuten lassen, aber ein bisschen kann ich's doch.
Willst aber nicht Phoenix Wright auf Englisch spielen. Ich sagte ein bisschen. Weil ich. Und ja, gut, okay. Ich hinterfrag das überhaupt nicht. Hospital. Start Research und du reportest mal. Mal schauen, wie das ankommt. Und die Reviews für Schulsimulation für Streber des Tod. Die Streber, übrigens, die bekommen ein Adding dazu und die dürfen dann den Fehler aus dem Titel streichen. Mhm. Ja. Und unser Spiel wird nicht so gut aufgenommen. Warum wohl? Kaum drücke ich auf Aufnehmen, müssen alle meine Nachbarn irgendeinen Blödsinn draußen machen mit dem Wagen. Die veranstalten halt ihr eigenes Need for Speed. Ja, jetzt auf einmal. Weißt du, mich erst nicht zu einladen wollen und dann... Ja. Na komm, da trainieren wir jetzt noch nichts. Research. Medium Games. Und du, Research. Na, dich trainieren wir in. Game Design for Pirates. In Game Dev Gems. Ja, das mit dem Training habe ich ja auch schon beim letzten. Jetzt hört doch mal auf, Nachbar! Erklärt. Mach doch einfach den Fenster zu. Nein, das sind ja drei Stück. Ich habe mein Fenster immer zu bei der Aufnahme. Oh je, je. Eben genau deswegen. Jetzt können wir Medium Games mit einem Publishing. Mit einem Publisher machen. Aber. Und weil die Leute hier abnormal viele Hunde in der Nachbarschaft haben. Echt mal, diese Hunde sind schrecklich. Und Vena hat angekündigt, dass sie eine neue Spielekonsole in 2 Monaten veröffentlichen werden, die Vena Oasis mit 16-Bit-Grafik. Ja, und Vena Oasis wird total toll. die guten alten 16-Bit-Zeiten. Ja. Die Schulsimulation des Todes ist nun vom Markt und wer ist eigentlich? Derek Rowe, mach mal hinne. Damit wir ein neues Spiel, und zwar ein Sci-Fi RPG. Für Gameling, ja, ich glaube auch. Wollen wir den Gameling nehmen? Komm, wir nehmen den Gameling, okay? Oh, ich habe dafür noch keine Lizenz. Egal. Spielemachumgebung Z, und wir nennen es, wie nennen wir das Spiel? Game Hashtag 14 klingt gut. Game Hashtag 14. Das stand da gerade. Auf schon. Auf RPG Sci. RPG Sif. Auf RPG Sif. Was ist Sif? Das ist die Frage. Das wird erst am Ende der Story aufgeklärt. Okay. So vermarktet man Spiele. Ihr wollt mein Geheimnis von Sif? Dann holt's euch doch! Irgendwo in diesem Spiel habe ich das größte Geheimnis der Welt versteckt. Und so begann das Zeitalter der Gamer. So und nicht anders. Oh Gott. Monkey 8-Bit Ruffy hat sich mit seiner Mannschaft aufgemacht, um im Weltall Sachen zu tun. Um im Weltall das legendäre Sif zu finden. um die legendäre Engine im Weltall zu finden, so. So. New Record, New Topic, New Combo. Oh, Derek Rowe bekommt eine Gehaltserhöhung. Und ich glaube, ich bin mal jetzt so waghalsig und suche nach einem weiteren
Wobei, nee, wir haben nicht genug Geld. Tut mir sorry. Und du davon. Und was sagt man über Game-Hashtag 14 auf RPG-Siv? Es ist großartig. Wenn du nachher mal in Skype guckst, dann steht der Name von dem, der die Engine im Weltall versteckt hat. Den habe ich da reingeschrieben. Okay. Research in YouTube. Oh, Vokabular. Was sollen wir erforschen? Das, was nicht ausgegraut ist, kann man erforschen. Movies. Okay, machen wir Filmadaptionen. Spiele, Filmadaptionen. Ach, du weißt, was ich meine. Ich mag Movies. Magst du auch B-Movies? Ich mag einen Movie, wenn er gut ist, ganz einfach. okay, jetzt haben wir auch Marktanalysen. Das kann der größte AAA-Movie, kann der größte Shit sein. In deinen Augen. In meinen Augen, ja. Das ist nur meine Meinung. Und der größte Underdog-Film kann der beste Film seit langem sein. Nehmen wir eine Hospitalsimulation. Für was denn anderes als den PC? Und nennen das... Chirurg Sim. Die Küche brennt. Tada! Chirurg Sim, die Küche brennt. Ist YEM, sind das die Alterseinstufungen? Ja, hier wäre das für Junge konzipiert, für jedermann oder halt für Erwachsene. Ja, Major ist quasi unser, keine Jugendfreigabe. Ja. Du wirkst so belustigt, ja. Ja, Mensch, dieses Spiel, es haut mich so vom Hocker. Es ist so... tolles Spiel. Game Developers Tycoon ist ja ein Strategiespiel, ne? Indie, sowas. Also, total viel ist es eigentlich. Indie-Strategie-Simulation. Ja. Und das ist halt ein Genre, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. So, damit haben wir jetzt einmal 50.000 investiert, damit unsere Sicherheit erhöht wird. Ja, das Fortfahren, tut mir leid. Auch diese ganzen Sachen wie, weiß ich nicht, Siedler oder Rome Total War, diese ganzen Strategie, Anno. Sowas zum Beispiel. Es war nie mein Genre. Es hat mich nie interessiert. Eigentlich finde ich das schade, aber boah, kann man ja nichts gegen machen, ne? Ja, es ist halt mein Spielegeschmack. Beziehungsweise nicht mein Spielegeschmack. Diese Genres. Ja. Jump'n'Runs und sowas wie I Wanna Be The Guy. Großartig. Ja, du warst schon immer ein Jump'n'Run-Fan und das merkt man auch. Oder Action-Adventure. Das ist schon fast ein Action-Adventure. Du hast das weniger hier? Action, mehr Adventure. Ja. Ich vermisse die Action so ein bisschen halt hier in dem Spiel. Weißt du, wenn der eine Kerl an dem Tisch da, ja, wenn er seinen PC nehmen würde und ihn einfach so durch das Fenster knallen würde, da wäre das Spiel gleich interessanter für mich. Mit Blut und Gewalt kriegt man einen Maisie. Ja, die sitzen nur da und gucken. Sie gucken auf Bluescreen, sie machen nicht mal was. Tut mir leid, mein Freund, aber so sah das mal aus. Es war alles mal nur ein Bluescreen. Die Spiele von damals wurden auf Bluescreens entwickelt. Ich verstehe das schon. Er wurde es auch. Ich verstehe es schon. Da steckt in einem Atari-Spiel steckt mehr Aufwand als die Na, beiden Kerle. E.T. E.T., ja. Das Atari-Spiel.
Gab es davon auch ein Atari-Spiel? Ja, das war so schlecht, das wurde in der Wüste vergraben. Das kam nach Area 51. Und es wurde wieder ausgegraben. dieses Jahr, irgendwann. Gestern stand es in deiner imaginären Kolumne. Machen wir einen Action-Movie. Action-Movie-Plattformer, Strategie, RPG, MOBA, Flight Simulation. Und dann ist Kampfclub. Action Adventure. Kampfclub. Mit Regeln. So würde man nie ein Spiel nennen. Doch! Nein. Doch! Nein. Also ich immer. Ja. Schottenborn, auch wenn du Informatik hast, bitte entwickle niemals Spiele. Mit solchen Titeln. Oder doch, entwickle eins, bring's raus und ich spiele es dann. Und ich werde auch der Einzige sein, der es spielen wird. Aber ich habe jemanden, der das spielen wird. Der Einzige sein, der von dessen Existenz weiß. Ich glaube, ich habe gerade Blödsinn gemacht. Ich glaube, ich habe gerade nicht gut genug aufgepasst. Die Poster in der hinteren rechten Ecke sind interessanter als das ganze Spiel für mich. Die beiden? Die beiden da. Ein Moment, mich juckt's in der Nase. Ich finde die echt schön. Weißt du, ein Spiel, wo du nur die, wo du von Anfang bis Ende nur auf diese beiden Poster starren würdest, wäre interessanter als dieses Spiel hier. Jetzt mach das Spiel doch nicht so runter, nur weil es nicht deinem Geschmack entspricht. Es tut mir leid. Man sollte auch bitte nicht alles ernst nehmen, was ich sage. Doch, nehmt alles ernst, was er sagt. Nein, es ist... Ich benutze es zwar nicht oft, aber es gibt halt wirklich sowas wie Sarkasmus. Eine 5! Besser als nichts. Action Games work well on PC. Hat seine Momente. Fällt ein bisschen kurz. Bisschen kurz. Funnel Stages. Spaß auf den Stages. Okay. Ach. Ich fand diesen hat seine Momente. Fand ich ganz gut. Das ist 19.000, das ist 19.000. Wer sind Martin Weiss und wer ist Derek Estrada? Wer ist Jeremiah? Das sind Menschen, die ich jetzt einstellen kann. Okay. Das sind voll die Überhacksaus. Den stelle ich ein. Der sieht ganz cool aus. Ja. Und hat der andere den... Achso, ich dachte gerade, der andere hat den Kopf in dem PC gerade drin. Warum ist der Kerl in der Mitte transparent? Den habe ich in den Urlaub geschickt. Ist der aufgestiegen? Ist der jetzt im Ghost-Mode? Nein, den habe ich in den Urlaub geschickt, weil... Achso, und seine astrale Projektion sitzt aber immer noch im Büro. Ja. Okay. Hallo Fliege, die da meint, vor meinem PC rumzuschwören. Und was sind diese Leisten neben den Kerlen? Sind das so Wutleisten? Wenn die voll sind, dann drehen die voll durch und legen das Büro in Schutt und Asche. Nee, das ist das Wutleisten. Was diese Leiste bedeutet, ist, der Typ ist neu und die haben sich noch nicht beschnüffelt. Hallo again. Ich hab gehört, dass du sehr erfolgreich bist im Gaming-Entwickeln. Ja. Okay. Was ist da überhaupt für eine Skizze da in der Mitte, hinten an der Tafel? Ich kann's selbst nicht genau erkennen, das ist es halt. Das No Project verdeckt ist so ein bisschen. Hier steht Mini-Boss, hier steht Boss, aber was hier steht? Golem-Chest? Ach nee, Golden-Chest. Golem-Chest. Da steht Level 1. Okay. Ja. Und Invento hat die TS angekündigt. Harry Potter darf nicht zurück nach Hogwarts. nach Hogwarts und ist tot. So, Fans auf der gesamten Welt haben auf diesen Moment gewartet. Die TES ist angekündigt und ich verliere 74.000 im Monat. Mach hin mit deinem Balken da!
Achso, und wenn die sich dann gut verstehen, dann entwickeln sie automatisch bessere Spiele. Ja. So, die Wette. Man hört, wie du trinkst. Es tut mir leid, ich bin immer noch erkältet. Virtual Pet Simulation auf dem Gameling für Jung. Für Jugend. Für Jugend. Und wir nennen es Tamahotchis. Hotties. I failed it not. Tamahotchis. Hotchis. Hey, kennst du schon mein Tamahotchi? Knoddel sie! Gott. Kennst du schon mein Tamahotchi? Tamagotchi. Mein Tama. Wie hieß das Ding vorher? Tamagotchi. Nee. Wie du es vorher da stehen hattest, bevor du es. Tamahotchis. Skype hat dich umgebracht. Oh nein. Ich hab gelacht, wirklich. Wieso lachst du? Es ist dir nicht erlaubt zu lachen. Doch, ist es. Okay. Die sind sogar so legendär, die haben ihre Vor- und Zunahmen auf dem Boden eingraviert. Auf was ich alles achte. Ja, so legendär sind sie. Today the new game platform Super The Elder Scrolls by Ninvento has been released. Okay. Das heißt, Bethesda hat schon für die ganz alten Konsolen gesorgt, ja. Ja. Okay. Aber ich bin jetzt auch schon über der Zeit. Und mit diesen Tamahotchis Knuddel sie ist ready Bildschirm würde ich mich für diese Folge von euch verabschieden wollen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Game Dev Tycoon. Bis dahin und tschö. Sayonara.